Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem kleinen Infovideo. Es geht um Crusader Kings 3 und zwar zu einer Multiplayer-Runde. In diesem Infovideo möchte ich euch ein bisschen dazu berichten. Diese ganze Multiplayer-Runde wird kein Hauptprojekt auf dem YouTube-Kanal von mir sein, sondern wird von meiner Community organisiert auf meinem Discord-Server, Link wie immer in jeder Videobeschreibung. Und da habe ich jetzt mal für dieses Infovideo ja den Hauptorganisator mir mit an die Seite geholt, den Luke. Grüß dich. Moinsen. Ja, genau. Jetzt erstmal für euch, um was soll es da eigentlich gehen? Also, wir wollten schon lange eben mal endlich eine Multiplayer-Runde planen und das wurde jetzt eben schon gemacht und ist auch schon in den finalen Zügen. Das Ganze soll ein bisschen RP-Charakter haben, aber wird keine reine hundertprozentige Rollenspiel-Session werden. Das heißt, der Multiplayer ist auch durchaus für Leute gedacht, die einfach mal ein bisschen Multiplayer spielen wollen, die vielleicht auch noch nicht so fit sind mit Crusader Kings 3, die ein bisschen einsteigen wollen, einfach in einer schönen, angenehmen Runde. Aber gleich der Hinweis zu Beginn, liebe Zuschauer, es wird ja das groß angelegte Sea Cameron noch geben. Crusader Kings 3 Multiplayer-Rollenspiel-Event, das wird es auch vollständig dann auf dem YouTube-Kanal geben. Und das werden wir ein bisschen, nachdem jetzt diese Community-Multiplayer-Runde begonnen hat, wahrscheinlich starten. Und für alle die, die jetzt schon in dieser kleinen Vorab-Multiplayer-Runde sich beweisen mit sehr gutem Roleplay, diejenigen werden auf jeden Fall dann auch im Sea Cameron, wenn sie sich bewerben, deutlich bessere Chancen haben, einfach weil wir sie dann dort schon kennen. So, genau, jetzt noch eine wichtige Info, ihr könnt euch tatsächlich noch für diese Multiplayer-Runde auf meinem Discord-Server bewerben, aber nur noch bis morgen um 15 Uhr und dafür könnt ihr einen Link in der Videobeschreibung nutzen, eine Doodle-Umfrage. Vielleicht kannst du da kurz mal noch was dazu sagen zur Anmeldung, Luke. Also ja, in der Doodle-Umfrage, die ist geheim, das heißt nur ich kann die sehen und die anderen Orga-Mitglieder. Das heißt, da müsst ihr euch mit eurem Discord-Namen, das heißt am besten geht ihr schon vorher auf den Discord drauf. Der Link dürfte auch in der Videobeschreibung stehen. Ja. Dort gebt ihr euch mal schnell die Rolle Crusader Kings 3 im Rollen-Channel, im Rolleneinteilungs-Channel, damit ihr auch immer von uns getaggt werdet, schön. Dann könnt ihr den Link öffnen, tragt euch mit eurem Discord-Namen links ein und wählt dann drei Regionen aus. Mindestens drei Regionen, wenn es mehr sind, ist auch gut, das macht es uns einfacher. Es geht einfach nur darum, dass wir ungefähr wissen, wo ihr gerne spielen wollt, was ihr gerne spielt, damit wir eine halbwegs schöne Einteilung machen können. Wir müssen da müssen wir halt auch extra wirklich auf diese drei Regionen pochen, da es sonst uns wirklich schwer machen würde, eine gute Verteilung zu gewährleisten, was ja auch wichtig fürs RP oder allgemein fürs MP ist. Genau. Ja, soviel zur Anmeldung, eigentlich relativ kurz und schmerzlos, liebe Zuschauer. Und ihr habt noch die Möglichkeit, also die lief jetzt auch schon eine ganze Zeit, das habe ich an der Stelle auch nochmal gesagt, ich habe ja an anderen Stellen schon darauf hingewiesen, aber jetzt nochmal in Videoform. Jetzt zuletzt habt ihr eben nochmal die Möglichkeit und es wird tatsächlich auch schon nächste Woche losgehen, und zwar am Dienstag um 19 Uhr, oder? Ja, wir spielen von Dienstag 19 bis 22 Uhr. Das liegt einfach daran, wir wollen nicht mit anderen Runden kollidieren. Es ist ein meistens relativ freier Tag. Wir spielen auch nur bis 22 Uhr, damit die arbeiten müssen oder Schule oder ähnliches haben, auch genug Schlaf bekommen, sodass wir niemanden zu sehr stressen mit der Runde, damit möglichst viele teilnehmen können. Sehr schön. Ja, das ist doch immer gut, das heißt, mittlerweile gibt es dann auch schon ziemlich viele Multiplayer-Runden, die über meinen Discord-Server organisiert werden, zu Europa Universalis 4, Hearts of Iron 4, jetzt eben auch Crusader Kings 3, Stellaris ist auch in Planung, also ihr merkt, auf meinem Discord ist jede Menge los, es lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu kommen. Aber wir bleiben jetzt nochmal kurz bei diesem Crusader Kings 3 Multiplayer-Spiel, was hier jetzt geplant ist. Und ja, wir haben jetzt hier auch mal kurz das Regelwerk, das ist noch keine völlig finale Version. Da wird dann auch nochmal ein bisschen mit den Spielern, die teilnehmen, geredet werden, aber vielleicht kannst du uns nochmal kurz wenigstens durch die wichtigsten Schritte des Regelwerks führen, Luke. Also grundsätzlich wollen wir, um auch das RP zu fördern, ein möglichst kleines und leichtes Regelwerk haben. Also es soll nicht zu sehr drücken, also nicht zu sehr beengen, nicht zu sehr einschneiden, aber halt dennoch die wichtigsten Grundsätze zumindest gewährleisten. Grundsätzlich spielen wir immer auf Geschwindigkeit 2. Das ist so das Beste. Es ist nicht zu lange, aber
es geht auch nicht so schnell. So kann man auch gerne mal, jeder, der es will, In-Character-Gespräche führen, nebenbei. Und ja, auch wirklich tief in das Spiel eintauchen. Dann die Umbenennungen von Dynastien und Städten. Natürlich müssen die sinnvoll sein. Es soll halt... ein Großteil des Regelwerkes beugt eigentlich nur Trolling vor, was ich aber nicht von ausgehe, dass hier geschieht, weil es wird ja schon eine gewisse Ernstigkeit auch erwartet. Es soll natürlich Spaß machen, aber es soll auch nicht übertrieben werden. Es soll ja für alle ein Spaß sein. Ihr könnt euch, wenn ihr nicht könnt, keine Sorge, ihr werdet einen Tag geschützt. Wenn ihr zum Beispiel einen Arzttermin oder ähnliches habt, nur entschuldigt euch oder halt meldet euch vorher ab rechtzeitig, damit wir das aufnehmen können. Wenn es zu spät ist, hat man halt leider Pech gehabt. Muss man halt leider akzeptieren. RP-Regeln, da kannst du hier mal kurz drüber gehen, sind eigentlich relativ einfach. Spielt euren Herrscher aus, sagt es grundsätzlich aus. Beziehungen beachten, Eigenschaften beachten. Ein gieriger Herrscher zum Beispiel würde selten jemandem Geld schenken, außer er bekommt einen wesentlich größeren Gegenwert zurück. Die Bündnisse und Kriege sollen auch sinnvoll sein. Was interessieren zum Beispiel einen Briten, die Russen oder ähnliches? Also achtet da einfach drauf, das ist halt eine Basis für ein gutes RP, dass man halt nach seinem Charakter handelt und jetzt keine sinnvollen, vielleicht effektiven, aber unsinnvollen Aktionen macht. Zur Religion natürlich ein großes Feature dieses Spieles, was CK3, CK2 voraus hat, ist die stark abwandelbare Religion. Leider müssen wir euch hier ein bisschen eingrenzen. Ihr müsst diese Religion mit uns absprechen und halt auch triftige Gründe für die Abänderungen liefern. Natürlich passiert es sehr häufig, dass der Katholizismus sehr, sehr schnell abfällt, also verfällt und schwach wird. Dann könnte eine Abänderung in Frage kommen. Aber das muss immer mit uns besprochen werden. Einfach nur nicht, dass diese Standard-CK3-Memes, die es ja jetzt schon gibt, in Sachen Religion, die ich jetzt nicht ausführlicher behandeln will, geschehen. Genau. Ja, zu den Kriegen. Kapitulationen müssen angenommen werden, damit niemand ausgeblutet wird. Und wirklich einfach über den Krieg, obwohl er schon entschieden ist und er jederzeit zu einer absoluten Kapitulation bereit ist, zerstört wird. Neueinstiege werden auch ermöglicht. Da lese ich jetzt nicht einzeln die Sachen vor. Das wird dann halt, je nach Bedarf, wird es durchgegangen. Ich hoffe, es passiert nicht so häufig. Es wird natürlich öfters passieren, weil CK3 ist ein Spiel, wo gerne mal schnell auch durch Krankheiten größere Familien auch ausgelöscht werden oder durch vielleicht Intrigen, die dann Blutrache fordern und sich dann halt am Ende ein Haus als siegreich rausstellt. Also das ist Teil des Spiels, es wird auch gefördert, es wird nicht eingeschnitten und da sind aber dann auch Neueinstiege möglich. Wobei man auch bedenken muss, wenn man einen Neueinstieg in ein anderes Haus oder in eine andere Familie hat, sollte man alte Kämpfe, alte Feindschaften beiseite legen und sich auf die neue Situation auch einlassen. Es ist auch Teil von RP, also seine Niederlage zu akzeptieren und dann den neuen Charakter so gut wie möglich weiterzuspielen. Absolut, absolut. Ja, und was lernen wir daraus? Am besten immer den Sicherheitsabstand einhalten, dass ihr nicht von irgendeinem Virus dahin gerafft werdet mit eurer ganzen Familiendynastie und dann neu einsteigen müsst. Aber es ist ja schön, dass es dann da auch die Möglichkeiten eines neuen Wiedereinstiegs gibt. Ja, und das waren jetzt eigentlich schon mal fast die wichtigsten Informationen, oder? Gibt es noch irgendwas, was aus deiner Sicht wichtig wäre, den Zuschauern noch vorab mitzuteilen zu dieser, ich sag jetzt mal vorab, Multiplayer-Runde mit kleinerem Rollenspielanteil? Also eine Sache wäre vielleicht noch interessant. Mhm. Ich selbst spiele nur als Beobachter mit. Das heißt, ich passe darauf auf, dass jeder zumindest so halbwegs in seinem Charakter handelt. Nach Möglichkeit. Und werde eventuell auch so ein kleines
man könnte es Best-of nennen, zusammenschneiden mit schönen Aktionen, die geschehen sind. Das heißt, es lohnt sich auch, sich wirklich anzustrengen. Genau, und du wirst vor allem auch darauf achten, wer so ein bisschen gutes Roleplay abgeliefert hat, was ja dann wiederum für das große C-Camera wichtig sein wird, für diejenigen, die dann dort mitspielen wollen, die dort ihr Rollenspiel dann richtig zu 100% ausleben wollen. Mit mir zusammen beim großen C-Camera werde ich natürlich selbst dann sehr wahrscheinlich auch mitspielen und einen Charakter verkörpern oder eine Dynastie besser gesagt. Und auch Valasarius wird damit von der Partie sein. Und ja, damit haben wir, denke ich, die wichtigsten Informationen gegeben. Wie gesagt, ihr könnt euch noch anmelden bis morgen 15 Uhr, den 8. November. Und dann wird es schon losgehen am Dienstag, den 10., oder? Ist das dann 10. November? Ja, 10. 19 Uhr. Beziehungsweise ihr solltet wahrscheinlich auch ein bisschen früher dort sein, oder? 10 Minuten vorher wäre schön, damit sich alle einfinden können, damit wir auch rechtzeitig mit der Regelbesprechung anfangen können. Genau. Ja, das war's auch. Und wahrscheinlich, wenn man noch ein bisschen früher da ist, ist es nicht schädlich, dass man auch einfach diese, wenn es irgendwie technische Probleme gibt, dass man das gefixt bekommt. Okay, Leute. Ja, ich bin gespannt, wie diese erste Multiplayer-Runde in meiner Community ablaufen wird auf dem Discord. Ich werde es natürlich regelmäßig verfolgen und mir da ein bisschen Feedback einholen, wie das Ganze so läuft. Und bin auch schon sehr gespannt. Ich hoffe sehr, dass es coole Momente geben wird, sodass es auch wirklich diese Zusammenschnitte von Luke geben wird, die ihr dann eventuell eben auf dem YouTube-Kanal noch sehen könnt, so als kleinen Vorgeschmack zum großen C-Camera. Wenn es da neue Informationen gibt zum C-Camera, werde ich euch natürlich hier auf dem YouTube-Kanal informieren, auch auf dem Discord. Und dann sind wir schon alle sehr gespannt und sehen uns beim nächsten Mal wieder im Crusader Kings 3 oder bei einem der vielen anderen Spiele, die es auf meinem YouTube-Kanal gibt. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.